Neue Runde Dota 2. Ich spiele mit dem Ernie zusammen, der den Oracle macht. Hallo. Hi. Und ich habe gerade den ersten Mega-Fail in 6.87 schon hingelegt. Nice. Wollte ich ganz schnell den Earthshaker picken. Habe ihn schick gebannt. In den ersten 15 Sekunden. Alles richtig gemacht. Dass man das nicht rückgängig machen kann, so ein Bann, ist auch ein bisschen gemein. Hat er nicht so viel Zeit. Ja, aber dann in der Zeit einfach die Möglichkeiten, jemand anders anzuklicken. Ist ja wohl drin. Aber anscheinend nicht. Habe ich schön gemacht. Naja, ich bin für die... Du hast Oracle genommen, Aghanims. Sehen wir dann die Super Heals und Super Nukes. Das erste Mal Oracle spielen. Erstmal Fähigkeiten durchlesen. Okay, der Darkseid hat gut angefangen. Haben wir trotzdem bekommen, die Rune, ja. Und er hat irgendwie noch ein Drittel HP. Bin ich zu laut oder leise? Keine Ahnung. So müssen die Leute sagen, ob du lauter oder leiser bist als ich. Aber ich denke mal, es wird schon einigermaßen passen. Auf jeden Fall ist mein Spiel ultra laut. So, das wird ihn vielleicht gleich. Bisschen zurückdrängen, so passt es. So, der Dark ist mal gar nicht da einfach. Nachdem wir am Anfang so schön weggebombt haben. Dark ist missing. Was macht denn der? Der hat auch Search, der kann gar nichts machen. Ist da jemand an der Seite hier? In die Base. Guck mal. Ob er da reingegangen ist, das ist das Einzige, was mir einfällt. Und das Einzige, was er auch gebrauchen kann. Hier ist er. Ja. Fuck, hätte ein bisschen früher drauf kommen können, müssen. Na egal, passt schon. Keine falsche Bescheidenheit hier. Können wir gleich mal hier... Ich pull mal eben von der Seite. Nee, geht nicht. Hat er geblockt. Geben. So. Das First Blood gar nicht mitbekommen. Invoker hat den Pack gehauen. Das Pack-Spiel war eben total cool eigentlich. Voll Spaß gemacht, wenn der Slug nicht so komisch gewesen wäre. Es war so furchtbar, immer dazu zu gucken. Weil er sich nie, er hat in den komischen Situationen hat einfach nicht angegriffen, obwohl er noch Ulti-Ready hatte. Und hat auch einmal schon so fast gekillt. Der hat noch so 10% HP, dann hört er mal auf. So, du hast volle HP, du hast Ulti, hau den doch einfach kaputt. Das war so furchtbar. Das war leider unser einziger Hard-Carry in dem Spiel. Ich pull gleich mal. Ja. Ich verabschiede den, bring den Typen mal ein bisschen weg. Auch gar nicht so viel Mana, wie ich gedacht hätte. Ach komm, das reicht noch nicht. Mich verarschen. Geht doch.
Ah! Fuck this shit. Kommst du? Kannst du den vielleicht holen? Wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht. Knapp. Doch. Nice. Ich habe eine Salve, wenn du willst. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Danke. Jo. Mal gucken, nicht gleich von dem Ranged wegschießen lassen. Wäre besser. Ich gehe mal schnell warten. Danke. Ja, ich baue das neue Item-Plattform. Weil, finde ich geil und klingt's. Das ist euch, das Item da? Genau. Okay. Ah, mein Spiel ist abgestürzt. Kannst du pausieren? Jo. Was ist denn heute los? Heute mag er wieder nicht. 6.87 wird noch besser als 6.86. Keine Ahnung. Stürzt einfach, ist einfach da. Kannst sofort wieder starten. Auch sonst nichts vom Rechner irgendwie betroffen, nur Dota. Vielleicht installiere ich jetzt aber mal komplett neu oder so. Keine Ahnung, ob da irgendwo irgendeine komische Einstellung irgendwo versteckt ist. Ja, die gibt's auf jeden Fall, dass das Game alle 20 Minuten abstürzt. Ja, irgendein Scheiß ist bestimmt irgendwo. Ist ja nicht ersetzt beim Updaten und irgendeine Core-Datei, irgendwas ist da corrupted und dann ab und zu spackt er dann. Okay, back to video games. So, ich gönn mir mal Boots. Oh mein Gott, machen? Ja. Sehr schön. Nice. So muss das. Mein ersten Oblivion Staff gleich. Ja, du bist ja jetzt fein wahrscheinlich. Bleib mal hier, Jörg. In die Mitte. Oder? Ja, du kannst auch ein bisschen einfach hier XP bekommen und ich hole mir mal zwischendurch noch was im Jungle. Nee, den Hulio mal ein bisschen. Ich hole mir mit dem Ulti was im Jungle. Achso, ich habe noch gar nicht Oblivion Staff. Na egal. Mach trotzdem erstmal mein Ulti. Man kann dann vielleicht eher ich, dass ich dann da halt ganken gehe kurz. Jo. Ist eigentlich recht easy dann. Die zwei kleinen, die sind ätzend. Let's go for him. Ah, den Ghost auch gerade noch durchgekriegt. Naja, war fast kaputt. Ich komm mal wieder runter. Naja, der hatte eine Invis-Rune. Das war extrem knapp. Den letzten hat er mit dem Ghost Walk noch evaded. Vielleicht kannst du von der Seite ihn einmal. Ah, Traum. Sehr schön. Achtung. Na, nicht ganz, schade. Kannst du mal ein bisschen heilen? Und dann. Warte mal. Wie geht das? Naja, noch für Flying Flames. Das war schon mal. Irgendwie. Du kannst erst den, der mich halt. Der mich Magic Immune macht und dann Purifying Flames. Oder du machst einfach nur so die Purifying Flames. Geht auch. Yes. Aha. So läuft es. Ich merk schon, es wird ein gutes Spiel. 8 Minuten Rune. Können ein bisschen pushen mal. Kann gerade das Pult auch dabei haben. Hast du noch nie Oracle gespielt, das? Nö. Na dann. Lernt man das auch mal kennen, ne? Ja. Ja, meine Maus ist auch irgendwie ultra langsam. Kann ich die in-game ändern?
glaube ich. Ich dachte, du kannst schon ins Optionsmenü und die Mausgeschwindigkeit ändern. Ich glaube, man kann nur die Kamerageschwindigkeit ändern. Sicher? Wollte mich wundern. Ja. Der mag ja nicht so richtig. Ein bisschen Druck auf den Tower machen. Jo. Ich hab das aber schon wieder. Dann halt doch noch nicht. Aufpassen, 260 HP hat er noch. Kannst du mal kurz hier bleiben? Doch, die letzte Zone, ich hole mir nochmal einen Creep wieder. Okay, Killing Spree. Nurgle ist schon wieder gekillt. Wir pushen aber mit der nächsten Wave in den Katapult. Ja. Mit Strafe und meinen Searing Arrows sollte das eigentlich eh kein Problem sein dann. So, ich habe vier Wards, ich gehe mal runter. Okay. Ich kann dir nochmal Mana geben. Das wäre auch nicht verkehrt. Danke. Mana im Überfluss sozusagen. Jetzt hole ich mir noch meinen nächsten Oblivion Staff. Dann habe ich bald Orchid, was natürlich auch extrem gut gegen Phantom Lancer ist. Jo. Ja, ich komme mal außen rum. Obwohl ich gerade 3 Sekunden in der Base war, bin ich noch gestorben. Mit der Ulti. Welcher Ulti? Meine Ulti. Hat so viel Damage vorher kassiert? Geht eigentlich. So, ich habe mein Orchid jetzt fertig. Und 3-0. So läuft's. In die Mitte zum Invoker. Unten traut sich jetzt gerade schon gar keiner mehr hin. Ist die 12 Minuten Rune unten schon weg? Oh, hier ist Line. Na, Vanish, jetzt werden sie auch vorsichtig. Kein Vanish. Okay. Schön gesilenced. So, ich hole mir meinen Creep in der Seite und werde die ein bisschen. Ja? Da geht gerade der Darkseer in Jungle.
ich lasse ihn noch mal kurz ein bisschen. Nice. Easy peasy. Mit Tower direkt. Ja. Eigentlich ganz gute Spiele bisher in 6.87. Das erste war richtig cool. Das wird auch gerade ganz nett. Und das andere war eigentlich auch cool. Der Slug war halt extrem scheiße, was ein bisschen nervig war, aber es war trotzdem ein cooles Spiel. Eigentlich. Ja. Mein erstes Oracle-Spiel und mein erstes 6.87. Ja, dann. Win. 100% Win-Rate. Easy. Hast Mana Boots? Naja, hol dir mal den. So, schnell, schnell, schnell. Naja, ist eh schon weg an der Stelle wahrscheinlich, die Sau. Okay, da ist der Pack. Bong. Autsch. Und kaputt. Oh, die haben einen Tinker. Ja. Ah, der Lion. Aber ich möchte irgendwo, wo ich besser sehen kann. Ach, frühes Orchid. Was für ein Spaß. Zurück in die Base. Was ist das für ein... So viel stand es bei euch auch mit deinem Pack-Game. Echt? Ja, 16-4 glaube ich. Ja, wir hatten echt einen richtig geilen Start. Es hat auch so Spaß gemacht. Aber wir haben halt mich als Hard-Carry und nicht den Pack. Das ist der Unterschied. Von daher wird das sensationell super. So, Bloodthorn. Da ist er. Gehe ich auch gleich direkt drauf. Gar nicht mit irgendwas anderem rumtun. Okay, den hole ich mir mal da unten. Okay, ist er schon weg. Der PL, damit habe ich nicht gerechnet. Da ist er auf dem Weg. Ach komm. Ich habe dieses XP-Item gecoacht. Nice. Schön gemacht. War ein bisschen ein Fail von mir, dass die Mirana ordentlich drauf reagiert hat. Darkseer ist da oben. Na, den Tinker kriege ich an der Stelle nicht. Autsch, 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 Autsch.
Double Kill. So, jetzt mal Skeleton Walk, mehr Bewegungstempo. Ja, dein Walker geht ein bisschen ab. Tinker da oben. Warum bin ich nicht in der Nähe? Kann man so schon wegballern. Schneller. Schneller respawnen. Noch schneller. Finde ich nicht so gut. Was? Mid-Tower taking damage. Na, der Lion. Autsch! Nice. Zum Glück relativ viel HP, noch mit dem Ulti gehabt. Ja, ja, wahrscheinlich. Da noch. Aber man hat so schön viel. Steht einer mit 3 HP, so viel HP durch den Ulti. Das war sehr praktisch. Was ist denn hier für ein. Solche niedrigen HP-Creeps, die keiner will. Damit kann ich ja nichts anfangen. SPL. Na, der Farmritzer. Ich glaube, BKB ist dann auch mal angesagt demnächst. Da ist ein Invoker. Ich komme. Ah, schade. Sehr schön. Da war noch ein Sentry. Ich hole mir gleich den großen hier. Da stehen ja ganz offensichtlich hier die Sentries. Ich bin auf dem Weg nach unten. Gucken, wie weit der Invoker da geht. Okay, hier ist Invoker und Tinker. Ja, wir kriegen den Mittel wahrscheinlich. Sehr schön. Da von der Seite. Der Invoker kommt da. Schnell mal mein Zeug einsammeln und dann. Nein. Gehe ich, glaube ich, in dem Spiel auf den BKB. Oder noch ein Deso. Das wäre eigentlich mal interessant. Können wir sogar das zuerst holen hier noch. Zack. Gas, wie schnell bin ich? 500. Das ist okay. Der Tinker wird bestimmt einfach nach oben kommen. Kommt auch gleich der echte PL hier rüber. Zeigen wir, wer der echte ist.
Du? Ich glaube der. Moin. Das ist Damage. Der Damage ist so bitter. Jetzt von Crit, von 200 Schaden plus dem Crit. Du hast einen garantierten 1,35 Crit. Und Mitch Hub auch noch holen, den Darksee. Ja. Wenn er weitergeht. Ja, wahrscheinlich. Geht er nicht. Obwohl. Das ist komisch, wo ist denn der hin? Ja, gerade so am Bord vorbei. Ja? Ja, denk schon. Da unten ist in der Mitte. Pushen wir hier oben mal einfach. Auch mal kurz einen großen Creep holen. Ach, aber ich kann ich noch gar nicht. Was ist das denn? PL ist wieder hier. Und Lion. Ja. Und Soulburn. Was? Ich muss weg. Hab noch einen dringenden Termin. Kann leider nicht da bleiben. Okay, oben. Ich bin, glaube ich, bis jetzt nur vom Invoker gestorben. Der ist aber auch recht bitter. Sollen wir den Ulti wieder machen? Der PL hat auch gar keinen Bock mehr auf den eigenen Jungle. Stehen wir nur irgendwo im Tower rum, da ist der Invoker. Jetzt fühlt er sich doch gleich wieder sicher. Ich kenne dich doch. Autsch. Ah. Ich hab schon gedacht, dass sie darauf warten, die Säcker. Ich dachte, ich krieg ihn schnell genug. Fuck, der Ulti ging daneben. Schade. Fuck my fucking fuckface, ey. Auf dem Weg. Nein, mein Klings. Ein noch! Ach, schade. Warum bin ich denn eigentlich zu langsam, ich Depp? Ich habe meinen Strafe nicht angemacht am Anfang. Völliges Versagorama hier. Holen wir uns mal den Tower. Ist ja auch mal nicht so schlecht. Meine Herren. Ist eine Idee. Nein, lass mich doch das Ding nehmen. Dann halt nicht. Let's take Roshan. Das hat jetzt ganz viel gebracht. Soll ein bisschen warten, dass wir nicht in die Vision reinlaufen. Die kommen, oder? They're coming. Line's the mid. They're coming. Sollten uns nicht in den Ruhestand vorbereiten. Ein bisschen. Nicht jetzt machen. Erstmal warten, wenn die Lanes gepusht sind.
6 Worts. Okay. Kann jetzt ja noch häufiger kaufen und noch billiger. Ach, kann man die häufiger kaufen? Ach, die halten kürzer. Genau. Die halten noch 6 Minuten. Oh, es geht in der Mitte. Bin auf dem Weg. Oh, der hat einen Gem. Sehr schön, Jungs. PL hat einen Gem. Autsch. Das war nicht mal der echte, ich dachte es. Komm, komm, einen noch, danke. Ich sollte jetzt Rohstand machen eigentlich, ne? Oder was? Naja, geht auch. Na, nicht zu tief diven. Der Damage ist so krass von Klings. So ein Schwachsinn. Ist einfach mal die Rex halt weg. Noch gesilenced. Das Item kostet 7200. Welches? Das Plattform. Ja, ist ein bisschen teuer, aber wie schnell ich das halt hatte. Wenn du es halt mal hast, dann geht's halt rund. Kommt, Jungs, ihr wollt es doch auch. Schade, kam der Line zu schnell hinterher. Du kriegst halt richtig viel Damage, der Crit, das heißt, es ist so ein ganz schlimmes Item für ihn. Mit Desolator noch zusammen. Dann mal Schluss mit Lust. Als nächstes gehe ich auf BKB. Das Einzige, was ich brauche, halt, dass ich nicht unterbrochen werde und der Rest ist dann schon wurscht. Ja, rusche an. Schnell. Jetzt ist das Timing wieder scheiße. Jetzt leben gerade alle wieder und wir sind nicht unbedingt das, hätten wir eben machen sollen. Aber ist jetzt nicht so schlimm mit 2 Lanes down. Naja, kann man einfach mal machen. Haben recht gut erwischt. Kannst ihn entwaffnen. Mach mal hier. Ja, genau. Ach, was ist das für ein Scheiß? Das ist total schwachsinnig, wenn ich jetzt auch auf den. Komm, 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 schneller. Stirb. Schau mal den Mord an. Der bringt richtig viel. Wo, was? Ich finde ihn nicht mal. Ach, der. Genau, verdammt. Scheiß. Baum. So, ich hab kein Mana. Hast du Boots? Nee. Danke. So, ich warte noch eben auf meinen BKB und dann geht's dabei. So, jetzt habe ich echt keine mehr. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen Bonusschaden. Kriege ich nicht. So, ich will noch mal jemanden absammeln, wenigstens. Das muss ja wohl noch drin sein. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja. Nein, ich will ihn noch mal sehen. Nein! Naja. Ist das eigentlich das teuerste normale Item jetzt, Plattform? Naja. Schon, ne? Ja. Aber mein Gott, wenn man am Anfang irgendwie so einen guten Farm hat, dann kann man sich das mal relativ schnell gönnen. Ja, hattest du ja trotzdem nach wie viel? 20 Minuten? Keine Ahnung, irgendwas relativ schnell. Man dann schon machen. Ja, guck, Ernie, jetzt ist ja aber klar, wie wir auch im Team zukünftig spielen. War ja richtig lang.
War besser so, weil meine Maus irgendwie echt noch viel zu schnell ist und ich die nicht so genau einstellen kann. Dann stell am besten alles mal ein und dann gucken wir mal, dass man vernünftig spielen kann.